Arnold, hast du deinen Job als Pizzabote verloren? Stell dir vor, du hättest zwei Köpfe. Du wärst viel beliebter. Dein Leben wäre viel interessanter. Du wärst schlauer und könntest endlich lernen, normal Fahrrad zu fahren. Sieh mal, das ist ja der gleiche Typ wie auf dem Plakat. Der Zirkusdirektor? Oh mein Gott. Hat dieser Löwe tatsächlich den ganzen zweiköpfigen Kerl verschlungen? Nein, eigentlich. Die Köpfe scheinen ja unverletzt zu sein. Aber was wird nun passieren? Wird die große Show der Saison abgesagt? Hey, es scheint, dass der Direktor dich bemerkt hat und dich in der Besetzung haben will. Aber nur, wenn du zustimmst, dass diese beiden neuwertigen Köpfe an deinen Körper angenäht werden. Davon hast du doch schon immer geträumt, oder? Nun, da du zustimmst, solltest du mehr über die bevorstehende Operation herausfinden. Die erste erfolgreiche Kopftransplantation wurde 1908 von Charles Guthrie durchgeführt. Er hat sie allerdings an Hunden durchgeführt. Einer der Köpfe wurde verkehrt herum an den Hals eines Hundekörpers genäht. In den 1950er Jahren erreichte Demikov die volle Funktionsfähigkeit eines zweiten Kopfes. Er transplantierte 20 Köpfe zusammen mit der vorderen Hälfte der Hunde. Dann wurde der Kopf eines Hundes auf den Körper eines anderen transplantiert. Und dann gab es ja noch einen Affen, der nach der Transplantation sogar versuchte, seine Ärzte zu beißen. Im Jahr 2013 kündigte Sergio Canavero Pläne für eine menschliche Kopftransplantation an. Die geschätzten Kosten betrugen 12,8 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 wurde unter seiner Leitung ein toter menschlicher Kopf auf eine Leiche transplantiert. Eigentlich passt das ganz gut, Arnold. Jetzt ist es an der Zeit, deine Rolle zu proben. Ich hoffe, du vermasselst es nicht und machst diesen schönen Köpfen Schande. Du wirst jonglieren müssen, während du mit deinem Einrad auf einem Sprungbrett durch brennende Reifen fährst. Juhu! Es scheint ihnen nicht zu gefallen, dass du so dumm bist, Arnie. Versuche, die Profis, die deinen Körper verwalten, nicht zu stören. Alles, was von dir verlangt wird, ist doch die Vorstellung nicht zu verderben. Die große Premiere. Alle Augen sind auf dich gerichtet, Arnold. Heute bist du der Hauptbestandteil der Show. Daumen drücken, Kumpel. Du machst das toll. Nur noch ein bisschen mehr und... Ist das da drüben Tagaya? Ist sie gekommen, um dich zu sehen? Nein, nein, lass dich nicht ablenken. Nicht jetzt, Arnold. Was für ein Trottel. Indem du versucht hast, ein Gentleman zu sein, hast du dich selbst und die Truhl-Brüder in Ungnade fallen lassen. Das war doch der größte Reinfall, den dieser Zirkus je gesehen hat. Psst, Arnold. Arnold, wach auf. Du hast sie so sehr verärgert, dass die dich loswerden wollen. Du weißt, dass du vor ihnen nicht weglaufen kannst. Obwohl, du scheinst so ungeschickt zu sein, dass es dir gelungen zu sein scheint. Naja, fast.